120 Minuten sind um, Elfmeterschießen. Nürnberg mit Geis. Welcome back, welcome back, welcome back to Sturbeck und FIFA 23. DFB-Pokal-Time, Achtelfinale, das Zweitliga-Duell. Nürnberg gegen Düsseldorf. Im Real Life, oh, das ist ganz, ganz schwer. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich würde sagen, knappes 2:1 für Düsseldorf. Oder dann halt 1:2 für Düsseldorf. Wie es hier in der FIFA-Prognose 23 aussehen wird, sehen wir jetzt. Düsseldorf zieht nach fast 30 Minuten endlich einen richtigen Konter auf. Und dieser wird das 1:0 sein oder nein. Richtig gut abgeblockt. Entschuldige bitte mein Gehen, aber dieses Spiel ist echt langweilig. Also so viel Mittelfeldgeplänkel bzw. keine ordentlichen Torchancen. Aber jetzt die erste richtig gute Torchance in diesem Spiel und keine Verwertung. Wir sind in der zweiten Halbzeit angekommen, 53. Minute. Düsseldorf endlich mit einem akzeptablen Angriff in die Hälfte der Nürnberger. Und der Abschluss müsste jetzt eigentlich nur noch das Tor sein, aber... Ach, oh Gott, der Jensen hat einfach was dagegen. Der erste Angriff in dieser Verlängerung über Nürnberg. Was machen wir daraus? Schöner Hackenpass zurück. Und da, oh, dieses Passspielchen bringt doch manchmal auch wirklich gar nichts. Da könnt ihr hin und her passen. Ihr müsst es doch einfach ordentlich versuchen. Was ein Foul. Schön von hinten die Beine weggegrätscht. Zu Recht eine gelbe Karte für den Nürnberger Spieler, der den Angriff der Düsseldorfer einfach mal verhindert hat. 120 Minuten sind um, Elfmeterschießen. Nürnberg mit Geis. Sicher verwandelt. Düsseldorf mit Hennings. Oh, damit der erste Fehlstoß. Nürnberg kann also weiter vorlegen. Und das 2:0 im Elfmeterschießen. Was macht Düsseldorf? Den Anschluss? Gavori. Und auch Gavori verkackt. Nürnberg macht das 3:0? Nein, auch Nürnberg verkackt das erste Mal. Was macht der nächste Fehlschuss? Damit könnte Nürnberg jetzt mit diesem Treffer ins Viertelfinale vordringen. Bubum, bubum, bubum und sicher verwandelt. Nürnberg ist eine Runde weiter. Düsseldorf im Elfmeterschießen geschlagen. Was willst du auch erwarten nach einem Spiel, was wirklich relativ sehr, sehr langweilig war? War das Elfmeterschießen mehr oder weniger aufregend? Da gab es nämlich den einen oder anderen gehaltenen Ball und das ein oder andere Tor. Ja, damit herzlichen Glückwunsch an Nürnberg. Ihr seid weitergekommen. Schade für Düsseldorf. Das war die FIFA 23 Prognose zu dem Achtelfinalspiel Nürnberg gegen Düsseldorf. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß, auch wenn gefühlt nichts passiert ist. Wirklich nichts. Tut mir leid dafür. Ich kann nichts machen. Der Legendenmodus in FIFA 23 hat leider Gottes nichts Besseres hervorgetan. Sollte dir das Video trotzdem gefallen haben, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, damit du auch gar kein Video mehr mit meiner Wenigkeit verpasst. Dann gibt es hier nochmal zwei weitere Videos, auch da nochmal reinschauen. Und wir sehen uns im nächsten Spiel wieder. Bis dahin, mach's gut.